Ich glaube ganz fest daran, dass einen nichts glücklicher und zufriedener machen kann, als sich aus eigener Kraft durch die Natur zu bewegen. Nichts kann einen stärker an die Welt binden, als sie zu Fuß zu durchschreiten. Auch glaube ich fest daran, dass man sich und der Natur nicht nahe kommen kann, wenn man ihr gleichzeitig bewusst Schaden zufügt. Und doch ist es nicht möglich, genau das ganz zu verhindern. Mit jedem Schritt, den man geht, gefährdet man einen Käfer oder eine Ameise. Mit jeder Reise schade ich unserem Lebensraum. Mit diesem Widerspruch muss man lernen zu leben. Aber mit der Bahn zu fahren, ist schon mal ein ganz großer Schritt, seinen Fußabdruck ein klein wenig zu verkleinern. Von Nürnberg fahren wir über München und Traunstein nach Ruhpolding. Dort soll für uns der Einstieg in den Salzalpensteig sein. Dieser 230 Kilometer lange Weitwanderweg folgt auf 18 Etappen den Spuren der alten Salzstraßen von Hallstatt nach Prien. Leider haben wir nur für 5 Etappen Zeit. Wir entscheiden uns, von Ruhpolding zum Königssee zu wandern. Diese Etappen versprechen erstens, landschaftlich ganz besonders schön zu sein, und sowohl Start als auch Endpunkt sind mit der Bahn sehr gut zu erreichen. Hier geht er für uns los, der Salzalpenweg. Hier unten ist Ruhpolding. Dieser Film wurde möglich gemacht durch meine Patrons. Vielen Dank. Der Salzalpensteig. Teil 1. Anne, wo sind wir da? Wir sind jetzt am Taubensee und ab jetzt geht's richtig hoch. Bis jetzt war es ja eher ein Spaziergang. Heute. Es war ein schöner Weg. Vor allem der Single Trail, der am Anfang hochgegangen ist, der war sehr, sehr schön. Dann war es ein bisschen langweilige Forststraße zwischendrin, aber sehr schön. Die Kapelle war ein wunderschöner, stiller Ort. Und jetzt das letzte Stück hier runter war auch toll mit den vielen Wildblumen. Und jetzt freue ich mich, weil das ist ein richtig tolles Hotel für die ganz feinen Leute, wo wir jetzt heute hingehen. 13,5 Kilometer und insgesamt 4,5 Stunden. Also. Inklusive Pausen. Inklusive Pausen, also so zum Warmwerden genau richtig. Super, dann freuen wir uns jetzt, weil da ist unser Hotel.
Das habe ich mir jetzt verdient. Und? Ein Bierfurtel gibt's auch. Hanni, wie war das Hotel? Super war's. Wir hatten eine Sauna. Da haben wir gestern noch zwei schöne Saunagänge gemacht. Dann gab es was ganz, ganz Tolles zu essen, nämlich Riesenschnitzel. Und heute ein perfektes Frühstück. Und die Betten waren auch sehr bequem. Are we just smaller versions of a bigger home? Are you the rivers in your veins and mine? The flakes that become snow? Just jagged lines across a barren sea. Are the shapes inside a sundew the same as the arms of trees? And saying worship what we used to be. Maybe we're smaller. Are we just smaller? Das Wetter hatte sich schon angekündigt und es wurde langsam windig und frisch. Aber die Aussicht auf der wunderschönen Höllenbachalm, Kaffee und Kuchen zu genießen, ließ uns trotzdem eine Rast einlegen. Kaum hatten wir uns wieder auf den Weg gemacht, begann es zu regnen. Ja, schaut, hier könnte wirklich ein ganz ein tolles Panorama sein. Aber ist alles diesig, Brille beschlagen, Ausblick beschlagen. Aber ein wunderschöner Weg. Das, da unten liegt der Tubensee, da kann man angeblich baden, aber heute wohl nicht. Aber es ist halt heute eher ein Regenbanker, gell? Aber hier könnte man mal hinkommen, um den schönen Tubensee zu malen. Den Bergen dahinter. Schaut toll aus. Gares Wetter. Hm? Hoffentlich wird es morgen schöner. Are we just searching for a little highwayman? Are the lines between us just a path to a vacant path? And you still make me think of what. Maybe we're smaller. Are we just small? Teil 2 findest du bald hier auf diesem Kanal.